So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Ich bin's wieder, euer spiritueller Anarchist, und heute möchte ich mal darüber sprechen, was heute passiert ist. Ich mache jetzt heute einen Video-Zweiteiler. Und zwar geht es heute um meine Verwandlung vom bärtigen Mann zum Muskeltranse. Ja. Ich will euch heute mal zeigen, wie ich heute rumgelaufen bin. Also, ich war heute mit offenen, langen Haaren. Und hier Minirock. Jo. Und ja, ich finde es irgendwie geil, also ich finde es einfach schön, mit Frauenklamotten rumzulaufen, und habe mir gedacht, okay, das mache ich jetzt mal. Gleichzeitig war ich mit der Sonnenbrille unterwegs. So ungefähr habe ich heute ausgeschaut. Ja, die Sonnenbrille ist übrigens auch weiblich. Ja, und jetzt habe ich mal gedacht, ich gucke mal jetzt, was so eine, wie eine Reaktionen sind und so. Und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Also, als ich dann am Bahnhof war, waren auch mords viele Leute, und es hat dann nicht lang gedauert. Da kam eine junge Frau, anscheinend Migrationshintergrund, anscheinend junge Türkin, und dann ein junger Deutscher, und haben mich dann angesprochen. Und da haben sie mich gefragt, mal eine Frage: Entschuldigung, sind Sie eigentlich ein Mann oder eine Frau? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, momentan bin ich ein Mann, ja, aber wer weiß, was sich entwickelt. Also es ist ja so, dass ich quasi in einem Verwandlungsprozess befinde, und momentan würde ich mich als Transe bezeichnen. Und dann haben sie erstmal komisch geguckt und gesagt, oh, okay. Und dann kam die Frage, ja, sind Sie homosexuell? Und dann habe ich gesagt, nö, das, also in die Schublade möchte ich mich nicht stecken lassen. Also Transe bedeutet nicht gleich unbedingt homosexuell, sondern Transe ist einfach nur Männer, die gern weiblich gekleidet sind und sich weiblich, gern weiblich aussehen. Und das heißt nicht unbedingt, dass ich deswegen homosexuell bin. Ja, also ich bezeichne mir zur Zeit, also ich würde sagen, ich bin bisexuell. Wenn ich mich in eine Frau verliebe, dann verliebe ich mich in eine Frau. Wenn ich mich in einen Mann verliebe, dann verliebe ich mich in einen Mann. Ganz einfach, ja. Und ja, dann haben sie natürlich komisch geschaut und so. Und dann haben sie gesagt, ja, und ja, wollen Sie sich umoperieren lassen? Und wie ist denn das so? Und dann habe ich gesagt, ja, also es ist momentan so, dass ich also das Geld nicht habe. Ja, es gibt nur zwei Wege. Entweder verklickere ich der Krankenkasse, dass ich so psychische Probleme habe mit der Rolle als Mann, dass ich unbedingt eine Geschlechtsumwandlung brauche, oder ich habe die Kohle. Also eine Geschlechtsumwandlung geht 6.000 bis 10.000 Euro. Wenn ich das Geld hätte, müssen wir mal schauen. Aber momentan habe ich das Geld, also von dem her also habe ich nicht das Geld. Von dem her ist es jetzt momentan indiskutabel. Ja, aber wer weiß? Ich habe dann gesagt, eh, das ist jetzt entweder ein Experiment oder der Weg, dass ich mich komplett zu einer Frau umwandle, ja. Und ja, dann haben sie also komisch geguckt. Also ich bin manchmal, also ich finde ja okay, wenn man jemanden fragt und so, aber manchmal kommt man sich natürlich schon vor, wie, bin ich jetzt ein Außerirdischer oder was? Oder ist es so unnormal oder was? Ja, ich liebe es einfach gern, wie eine Frau auszusehen. Was ist da so schlimm, ja? Und ich habe es dann aber erklärt. Dann habe ich gesagt, schaut mal her, ich kann in den Spiegel schauen und denken, boah, bin ich eine geile Alte. Das ist doch ein Vorteil. Also es war ja so, dass ich, und das habe ich den zwei jungen Menschen da erklärt, dass ich jahrelang betont maskulin war, also betont männlich. Ich habe immer einen Vollbart gehabt und so und war männlich und alles und so. Na, das ist ein richtiger Macho-Typ. Aber ich habe festgestellt, dass ich die weibliche Seite an mir unterdrücke, ja. Und dass mir das nicht gut tut. Und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt einfach einen anderen Weg. Ja, jetzt eben mehr feminin. Und dann bin ich natürlich auch gefragt worden, ja, na, hat es geheißen, ja, werden Sie dann auch Hormone nehmen, also Östrogene? Dann habe ich gesagt, nein, das mache ich auf jeden Fall nicht, weil ich will meine Muskulatur noch behalten. Also ich mache ja gerade Bodybuilding, ich mache gerade Kraftaufbau, und die Muskeln möchte ich behalten. Also ich will ja quasi die männliche Stärken und die weiblichen Stärken in meiner Person kombinieren, ja.
und nicht einfach das männliche Total jetzt verdrängen, ja. Also Muskulatur und Stärke möchte ich noch haben. Ich möchte mich durchsetzen können, ja. Ich möchte stark sein, ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt heute wieder Bizeps trainiert. Bizeps und Rückenmuskulatur habe ich trainiert, ja. Und also bei mir geht es ja ziemlich weit, ziemlich gut vorwärts. Also das sieht man jetzt vielleicht hier nicht, aber es ist hier alles hart. Also die Muskeln sind jetzt richtig hart. Ich habe früher Bodybuilding gemacht, richtig heftig und so. Und jetzt mit Aufbau und so nach 3 Wochen ist wieder alles hart und es wächst und so und es geht richtig, richtig gut vorwärts, muss ich eigentlich so sagen. Es ist also echt super und das möchte ich ja beibehalten. Also, das habe ich auch erklärt, ich bin eine Amazone, ich möchte aussehen wie eine Bodybuilderin. Ich möchte Muskulatur auf jeden Fall beibehalten, aber ansonsten, also Klamotten und so, Aussehen und so, alles weiblich. Ich habe jetzt auch einen Laser bestellt, also ich möchte jetzt auch meine Haare, meine Körperhaare abbrennen. Da war ja auch die Frage von diesen jungen Leuten, ja, warum rasieren sie sich ihre Beine? Also ich bin ja froh, wenn Fragen kommen, das ist ja okay. Aber so was Unsinniges, das ist halt so ein bisschen primitiv, ja, weil es ist ja so logisch, warum ich die Haare weg haben will. Ist doch irgendwie logisch. Ich finde, Haare ist einfach Steinzeit. Es ist nicht unsexy, Haare zu haben, ja. Und wenn ich doch eh wie eine Frau aussehen will, dann mache ich natürlich meine Haare weg. Und deswegen habe ich mir noch einen Laser bestellt, einen gescheiten. Ich habe zwar hier noch einen Laser, aber das ist ein bisschen so billig, also schwach. Ich kaufe noch einen gescheiten Laser und ich mache alle Haare weg. Also alle Haare, Brusthaare und Barthaare, werde ich alles ablesen. Ich will keine Haare mehr haben, ja. Ja, und es ist einfach so, ich sag einfach so, ich fühle mich dadurch sexy, ja. Ich will einfach wie eine Frau aussehen. Das ist einfach geil. Und ich mag das, ja. Und ich kann in den Spiegel gucken und so und denke mir, wow, bist du geil. Und ich finde mir einfach dann, ich kann mir dann in mich selber verlieben, denke mir, wow, bist du cool und bist du geil. Also ich will jetzt nicht so auch so übertrieben oder so sein, wie, also so wie Olivia Jones, also so übertrieben geschminkt und was weiß ich alles. Ja, brauche ich nicht, ja. Vielleicht mal Schminke, aber dezent, ja, also dezente Schminke, ja. Also ich möchte eher so den Natural Style haben, also so wie eine Indianerfrau möchte ich aussehen, also nicht so übertrieben künstlich und so geschminkt und so. Das ist nicht so mein Ding, ja. Das kann machen, wer will, aber ich möchte es nicht so, ja. Ja, das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Also das ist so meine Verwandlung. Ich fühle mich wohl damit, ja. Ich liebe Frauenkleidung und ich liebe es, wie eine Frau auszusehen. Es ist richtig sexy und richtig cool. Und ich will halt, warum soll man das verbieten lassen? Ja, also bei den Griechen gab es das ja auch schon. Ja, bei den Griechen, schon seit den Griechen gab es ja auch Homosexualität, da war das auch anerkannt und es gab auch schon Mann, Frauen bei den Griechen. Da gab es auch schon das Entfernen von den Körperhaare. Ja, da gab es Männer, die ausgesehen haben wie Frauen, ja, mit lange Haar, ohne Körperhaare und so. Und die waren aber trotzdem stark. Das waren große Kämpfer, ja, wie zum Beispiel der Achilles zum Beispiel, der große Held von Troja, also der, wo mit Troja belagert hat. Der war ja auch, man vermutet ja auch bisexuell, ja. Der hatte auch irgendwas gehabt mit seinem Cousin. Und der war ja auch betont weiblich. Also der hat ja auch keinen Bart gehabt, lange Haare und so. Aber trotzdem Muskulatur, das hat er beibehalten, Muskulatur und war trotzdem ein großer Kämpfer, ja. Und deswegen hat er sich ja wahrscheinlich in die Penthesilea verliebt, also die Amazonenkönigin, weil ja sie ja dann quasi männliche Attribute hat. Also man vermutet, dass das ja immer ein Grund war, ja. Also dieses männlich-weibliche quasi kombiniert quasi in einer Person. Damals hat man ja geglaubt, dass eben genau das den Göttern näher führt, wenn man die männlichen Attribute und die weiblichen Stärken und männlich-weiblich quasi in richtiger Kombination zusammenführt in einer Person, dass man dann mehr ist wie die, also dass man quasi aufsteigt, also quasi in Richtung Götter, also sich quasi, dann hat man sich schon gefühlt wie so Halbgötter, ja. Und damals war es einmal okay und cool und so, und heute hat man da irgendwie Probleme und macht da ein Ding drum und riesen Gries und so. Und hey, was soll denn das, ja? Also ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand sich jetzt auch noch betont männlich kleidet und macht und Vollbart. Ich war ja früher voll der Bart-Fan, muss ich auch sagen. Ich habe früher gern Bart getragen und so, aber jetzt taugt man es halt nicht mehr. Die letzte Zeit war es auch so, dass der Bart auch immer gejuckt hat und genesselt hat und so. Und auch die Haare sind so im Mund nicht gewachsen, Essensreste waren im Bart. Dann hat man es nicht mehr taugt. Bart weg, fertig.
Ja, aber wenn jetzt jemand anders sagt, okay, ich liebe mein Bad, ich habe Randrad, gerne, gerne, ich sehe es ja gerne, ja, aber bei mir oder jetzt auch beim zukünftigen Partner, ja, möchte ich das nicht, ja. Also ich möchte auf jeden Fall einen Mann, wenn ich einen Mann, wenn es ein Mann ist, dann auf jeden Fall sollte der Mann feminin aussehen, ja, sollte kein Bart haben, guter Charakter und klein. Also ich will einen Mann, der mir unterlegen ist, ja. Weil ich habe das auch schon immer gehabt, dass ich dominiert worden bin und so. Ich möchte meine zukünftigen Partnerschaft selber dominieren, ja. Aber ich lasse es auch offen. Also wenn ich mich in eine Frau verliebe, dann verliebe ich mich in eine Frau und transe, alles okay, ja. Also es muss halt passen. Nur denn das geht's, ja. Also das wollte ich einfach nur erzählen. Zu mir ist gesagt worden, hey, ich finde es ja voll mutig, was du machst, ja. Also, dass du jetzt mit Frauenklamotten rumrennst und so und dich weiblich machst, da frage ich mich, warum muss man dazu Mut haben? Warum ist es nicht selbstverständlich? Warum muss ich Mut haben, um diesen Weg zu gehen? Es ist doch irgendwo eine Schande, ja, dass man da Mut haben muss. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass ein Mann sagt, okay, ich will einfach weiblich aussehen, ja. Einfach wie ein Elf, ja. Ich sehe ja bei Herr der Ringe, da war das ganz normal. Die Zwerge total männlich und die Elfen total weiblich. Ja, ist doch okay. Ich war früher Zwerg, jetzt bin ich Elf. Ja, also quasi umgestiegen. Was ist das Problem? Wo ist das Problem? Also soll doch jeder machen, was er will. Das wünsche ich jemand. Ich stehe für Toleranz. Ja, und es soll jeder machen, was er will. Hauptsache, die Leute fühlen sich gut in ihrer Haut. Ja. Danke, Jeanette. Sei, wie du dich fühlst. Danke dir, danke dir. Ja, also, ja, das war eigentlich alles, was ich zum Sagen habe. Ich mache da vielleicht dann nochmal ein Video, um das nochmal genau zu erklären. Wartet mal, bis mein Laser da ist, dann erkläre ich das nochmal genau. Und ja, zu meinem Kanal muss ich nur sagen, kann ich nochmal kurz was sagen. Ich bin ja der spirituelle Anarchist. Hauptthemen bleiben weiterhin Jobcenter, Arbeit ist scheiße, spirituelle Themen, das bleibt Hauptthema. Und meine Verwandlung, das ist nur so ein Special-Thema, da mache ich ein Video. Wenn ich jetzt noch mehr Video machen möchte, dann werde ich mir noch überlegen, ob ich das einen neuen Kanal mache, dass ich da quasi einen neuen YouTube-Kanal mache. Weil ich will natürlich auch nicht, dass zu viele Themen jetzt in einem Kanal da besprochen werden und dass das dann ein riesen Mischmasch wird. Nee, es soll natürlich die Hauptthemen bleiben: Spiritualität und Freiheit des Individuums. Okay, alles klar, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert meinen Kanal, spiritueller Anarchist, vergesst die Glocke nicht und teilt das Video und dann würde ich sagen, macht's gut und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis bald.